Servus, mi piace, Freunde. Wir sind an einem dieser letzten traumhaften Sommertage des Jahres 2019 mit der ebenfalls traumhaften, fantastischen Moto Guzzi V85 TT unterwegs. Wahrscheinlich das Motorrad dieser Saison. Wir sind sie heuer schon öfter gefahren bei der Präsentation in Sardinien, quer durch den Sommer und kommen leider erst jetzt zu einem Fahrbericht über dieses fantastische Moto Guzzi Motorrad. Diese Moto Guzzi stellt für mich ungefähr den goldenen Schnitt dessen dar, was ich fahren will, was ich fahren kann, wie viel Leistung ich brauche und auch der Fahr. 853 Kubikzentimeter aus dem längs eingebauten luftgekühlten V2-Zylinder, der Klassiker, aber komplett neu aufgebaut und konstruiert. 80 PS, 80 Newtonmeter, 229 Kilo vollgetankt. Ein vollwertiges Moped mit ausreichend Saft, aber vielleicht nicht der Overkill, und das ist genau das, was ich brauche. Setzt sich diese Moto Guzzi V85 einmal in Bewegung, wird sie allerdings von einer mittelschweren Enduro zu einer Schneeflocke, würde ich sagen. Sie ist äußerst einfach handzuhaben, folgt aufs Wort und gibt extrem viel Vertrauen. Vertrauen ist vielleicht das Wort, das ich mit diesem Motorrad am stärksten verbinde. Vertrauen bedeutet für mich Bremsleistung, Doppel-Brembo, Scheibenanlage, traumhaft, sie taucht auch nicht sehr stark ein. Das heißt, man hat nicht das alte Enduro-Gefühl, dass man plötzlich über den Lenker drüber köpfelt, sondern eher das Gefühl eines moderaten Straßenmotorrades. Die Straßenlage und die Dämpferabstimmung ist für mich fantastisch gelungen, obwohl wir hier das Modell ohne der Ölins-Ausstattung haben. Für mich auch erwähnenswert ist das Getriebe, sanft und absolut präzise zu schalten. Kommen wir zur Bedienung, Fühlen und Fahren. Fangen wir vielleicht gleich vorne an. Dieses Modell hat die kurze Windschutzscheibe, die in der Neigung verstellbar ist. Ich persönlich bevorzuge die kurze Scheibe im Vergleich zur höheren Scheibe, die ich auch gefahren bin, da sie für meine Größe und mein Fahrgefühl optimal wirkt. Das Display, ein TFT-Display, das natürlich alle Stückeln spielt. Diese Moto Guzzi V85 TT verfügt über ein Ride-by-Wire. Möglich werden so drei Modes, Straße, Regen und Gelände, die vom Fahrer gewählt werden können. Eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dieser Moto Guzzi V85 im Vergleich zu ihren Mitbewerberinnen ist natürlich der Kardanantrieb, der im Bereich Wartung einen unfassbaren Vorteil bietet. Es muss nicht gespannt werden, es muss nicht geschmiert werden. Und so kommen wir vielleicht auch schon zu einem der vielen Einsatzgebiete dieser Moto Guzzi, und das ist das Touring. Die Reise, die Moto Guzzi scheint mir doch eine hervorragende Reisemaschine zu sein. Sie ist serienmäßig schon ausgerüstet mit Aufnahmen für Koffer. Das heißt, Topcase und seitliche Koffer können ohne Probleme montiert werden und sind im Moto Guzzi Zubehörprogramm erhältlich. Sowohl Kunststoffkoffer als auch Aluminiumkoffer. Sozius-Betrieb. Ich bin mit Sozia dieses Motorrad gefahren. Sie hatte ausreichend viel Platz, also wirklich tollen Platz. Die Fußraster sind nicht so hoch montiert, dass der Kniewinkel zu hoch wird. Also ein bequemes Reisemotorrad für zwei. Abgesehen vom Touring-Bereich würde ich sagen, dass die V85 ein fantastisches Allround-Motorrad ist, das man gern am Sonntag aus der Garage holt und einen 300 Kilometer Turn fährt. Die Reichweite
dieses Motorrads ist auch wirklich hervorzuheben. 23 Liter, die auch 5 Liter Reserve inkludieren, garantieren Reichweiten an die 500 Kilometer. Touring, Fun am Wochenende, das Geländethema möchte ich ehrlich gesagt ein wenig aussparen. Allein die Reifen begrenzen die Fähigkeiten dieses Motorrads im Gelände. Das Gewicht 229 Kilo, ich weiß nicht, ob man diese Motorgutze als Gelände, als Gatschhupfer, wie wir sagen, bezeichnen kann. Tendenziell nicht, aber für Schotterwege, ich denke da an Griechenland, Italien, Zufahrten zu Stränden, Wege in den Dolomiten, das macht sie auf jeden Fall mit. Ein Tourenmotorrad mit Offroad-Capability. Wir haben schon ein weites Feld an Fähigkeiten dieses tollen Motorrades abgedeckt. Ich möchte vielleicht noch kurz auch zum Stadtbetrieb kommen. Die Moto Guzzi ist kräfteschonend zu fahren. Die Kupplungskräfte sind nicht sehr hoch. Die Bremsen sprechen wirklich sanft und angenehm an. Das Gewicht spielt während des Fahrens überhaupt keine Rolle. Beim Rangieren muss man ehrlich sagen, dass wahrscheinlich bei 1,70 Meter das Limit erreicht sein wird. Darunter wird es sehr schwierig, das Motorrad aufgesessen noch zu bewegen. Mittlerweile ist es Nachmittag. Wir sind einen ganzen Tag durch den Wienerwald geholzt. Ein absoluter Traum und im Speziellen für mich ein Traum mit der V85 TT. Nach ein, zwei Stunden wird man mit der Maschine wirklich eins. Sie ordnet sich dir unter, die Gänge klackern durch das Getriebe, die Anbremsmanöver werden flüssiger, harmonischer, das Rausbeschleunigen aus den Kehren. Ich muss sagen, ich fühle mich unfassbar wohl auf dieser Maschine. Sie gibt mir ganz, ganz tiefes Vertrauen. Ein wirklich harmonisches Paket für alles das, was einen Motorradfahrer Freude macht. In der Stadt, parken, durchschlängeln, Bundesstraßen, Fun, Reisen, Autobahn, sogar Autobahn ist mit diesem Gerät überhaupt kein Problem. Mein Fazit, der Moto Guzzi V85 TT, ein Motorrad wirklich für alle Lebenslagen. Für ungefähr 12.000 Euro, 13.000 für die zweifarbige Variante, Listenpreis, bekommt man wirklich ein hervorragend ausbalanciertes Fahrzeug mit ausreichend Leistung, ausreichend Drehmoment, Komfort und trotzdem der gewissen Sportlichkeit, die ich doch gerne habe. Auf der anderen Seite ist dieses Motorrad nicht nur ein Stück Eisen, sondern eine Moto Guzzi. Und das bedeutet, dass man sich hier etwas fürs Herzl kauft, etwas, was man lieb haben kann, ein Schmusestück, das man nicht nur kuscheln will, sondern das man wirklich auch bewegen kann, mit dem man reisen kann, mit dem man verdammt viel Spaß hat.